Moin, mein Name ist Christopher. Und ich heiße Jorit. Wir sind Mitveranstalter des Festivals Emden geht Post, welches dieses Jahr zum 5. Mal veranstaltet wird. Emden geht Post ist ein Benefizfestival, welches die Emder Kulturszene stärken soll. Hierbei bekommen auch junge, regionale Musiker immer die Möglichkeit, auf einer großen Bühne zu stehen und sich mit größeren Musikern auszutauschen. Der Erlös kommt hierbei immer einem guten Zweck zugute. In diesem Jahr wird der Verein Theatrik unterstützt. Bei diesem Projekt veranstalten Menschen mit und ohne Behinderung ein Theaterstück gemeinsam. Unsere Arbeit ist gänzlich ehrenamtlich. Zum 5-jährigen Jubiläum wollen wir uns selbst übertreffen. Es erwarten euch 23 Bands auf 3 Bühnen, die knapp 2.500 Besucher zum Beben bringen sollen. Unter anderem mit dabei sind Sammy Deluxe, Johnny Rakete und Gold Roger, Kampfsport, Fuck Art, Let's Dance und viele mehr. Neben den beiden Hauptbühnen wird es in diesem Jahr auch die Jameson Pub Akustikbühne geben, bei der ihr euch zu akustischen Klängen und Poetry Slam eine Auszeit von den Partybühnen nehmen könnt. So ein Festival kostet allerdings ganz schön viel Geld und deshalb seid ihr gefragt. Unterstützt unser Projekt mit einer Spende bei Startnext und überzeugt euch selbst von dem Ergebnis am 24. Oktober 2015 in der Nordseehalle Emden. Startnext ist die größte Crowdfunding-Plattform für kreative und nachhaltige Ideen, Projekte und Startups in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Spenden könnt ihr ganz einfach. Besucht unsere Startnext-Seite, den Link findet ihr unter diesem Video, und wählt euren Wunschbetrag. Danach könnt ihr euch eins der vielen Dankeschöns aussuchen. Mit eurer Hilfe schaffen wir es, zum 5. Mal dieses Festival auf die Beine zu stellen, größer und besser als je zuvor. Und nicht nur das Festival ist gewachsen, auch unser Verein widmet sich verschiedenster Tätigkeiten. So wird beispielsweise Viva Con Aqua vor Ort sein, um eure Pfandbecher als Spende entgegenzunehmen. Auch die Flüchtlingsthematik ist nicht an uns vorbeigegangen, denn wir haben 50 Freikarten für Flüchtlinge im Emder Raum zur Verfügung gestellt. Wir bedanken uns jetzt schon mal für all eure Spenden und sehen uns dann hoffentlich am 24.10. Bis dahin alles Gute. Ciao.